Passt auf, ich war jetzt sehr, sehr lange nicht am Start, war jetzt länger nicht live. Viele Sachen, die gerade auf der Welt abgehen, die sehr, 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 sehr abgefuckt sind. Mich lässt sowas natürlich, so wie jeden, nicht kalt, sondern ganz im Gegenteil. Sowas bewegt mich extrem. Ich habe für mich entschlossen, diese ganze Thematik im Stream hier nicht totzuschweigen. Ich bin jemand, der sehr, sehr politisch interessiert ist, der sich in den letzten Monaten vermehrt mit der Ukraine, ihrer Geschichte und auch der Beziehung zu Russland auseinandergesetzt hat, versucht hat, sich da Wissen anzueignen, so gut es denn geht, weil es ist doch sehr, sehr undurchsichtig. Und vor allen Dingen habe ich mir jetzt gerade zum Kriegsgeschehen in den letzten Tagen über Twitter, Reddit und sowas sehr, sehr viel, was einfach tagtäglich quasi passiert, wie das Schlachtgeschehen und sowas ist. Ich finde das leider irgendwie perfide interessant. Ich weiß nicht genau, warum. Wir stehen natürlich alle im Herzen hinter der Ukraine, das ist ganz klar. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es ist verrückt, ja. Also das sind so Sachen, die jetzt gestern Abend auch mich einfach so mit runtergezogen haben, dass ich gesagt habe, ey, es fällt mir schwer, dann in Entertainer-Modus zu switchen, die Maske so ein bisschen anzuziehen und zu sagen, yo, ich sammle jetzt einfach Spenden und mache einen auf Hihihahahu und versuche das auszublenden in meinem Kopf, kann ich das leider nicht so gut. Ich denke mal, das ist auch nachvollziehbar und ich hoffe auch, dass es für euch in Ordnung ist, dass wir so ein bisschen über diese Thematik reden und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die ganze Geschichte schieben. Für mich hat es angefangen, letzte Woche Mittwoch eigentlich, als ein bekannter Twitter-User Naval, seines Zeichens teils Whistleblower und politisch Interessierter, eine Twitter-Liste kuratiert hatte aus Leuten, die sich einfach nur War nennt, wo das Kriegsgeschehen auf der ganzen Welt zusammengefasst wird. Bin da mal nichts ahnend reingefolgt und knapp 7 Stunden später kam dann auch der erste Landübertritt in die Ukraine von russischen Truppen. Das war schon sehr, sehr, sehr beunruhigend. Wir müssen uns einfach vor Augen halten, seit dem Bosnien-Konflikt bzw. dem Jugoslawien-Krieg ist das hier der erste innereuropäische große angelegte Militärkonflikt, die größte militärische Bewegung, die wir halt seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Es ist wirklich unvorstellbar. Ja? Wir kommen quasi gerade aus einer Pandemie bzw. versuchen gerade noch eine Pandemie abzuwenden, stecken mitten in einer Klimakrise und dann passiert sowas auch noch. Und das sind halt natürlich Sachen, die mich irgendwo natürlich sehr, sehr mitgenommen haben. Deshalb war ich auch gestern Abend nicht live, weil ich irgendwie mir so sehr den Kopf zermartert habe. Gerade so, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so der Allerjüngste, ich werde dieses Jahr 30. Die letzten zweieinhalb Jahre waren natürlich für uns alle super nervig. Ich bin auch jemand, der sehr gerne draußen ist und sehr gerne feiern ist mit Freunden und so weiter und so fort. Ich hatte auch einmal Corona, Freunde von mir hatten Corona. Ich habe Menschen um mich herum, die sogar Leute an Corona verloren haben, tragischerweise. Also in den letzten Jahren halt ziemlich, ziemlich beschissen. Ich habe nur ein unglaubliches Mitgefühl und tiefes Bedauern, sage ich mal, für die jüngere Generation. Also diejenigen, die jetzt, keine Ahnung, Anfang der Pandemie 13, 14 gewesen sind tatsächlich und jetzt 16, 17, 18 vielleicht werden und irgendwie noch nie in den Genuss gekommen sind, sage ich mal, dass das Erwachsenwerden so normal zu leben, wie sie es eigentlich hätten sollen, ja, wie es normal ist. Und jetzt schlittern wir quasi aus einer weltweiten Pandemie in einen, man will das gar nicht in den Mund nehmen, aber eventuell fast schon bevorstehenden, eventuellen dritten Weltkrieg. Davon wollen wir jetzt erstmal nicht ausgehen vom Schlimmsten. Bis dato handelt es sich nur, und das nur ist hier sehr zynisch gesagt, um einen Konflikt innerhalb der Ukraine, wobei der Westen natürlich da auch sehr viel interveniert und beihilft. Da kommen wir aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Also ich habe da auf jeden Fall ein krasses, krasses Mitgefühl für alle jungen Leute, die sowieso durch die Pandemie, durch Schulschließungen und diverse Isolationsmaßnahmen durch Corona halt einfach schon immer so für sich bleiben mussten, die halt nie die Möglichkeit hatten, sage ich mal, so rauszugehen und so zu leben, wie es halt eigentlich in dem Alter normal ist. Und jetzt halt sowas mitzubekommen in jungen Jahren ist einfach nur schrecklich. Ich habe mich viel damals mit meiner Oma, mit der einen Oma, die kommt aus Schlesien, also sie ist damals aus Schlesien geflohen, ist jetzt leider mittlerweile schon seit knapp dreieinhalb Jahre schon verstorben und sie ist selber damals aus Schlesien vor der Roten Armee geflüchtet und hat halt selber das Kriegsgeschehen mitbekommen. Sie war da immer auch sehr, sehr zurückhaltend, hat da nie wirklich sehr viel drüber geredet, aber die paar Male, die wir darüber gesprochen haben, lassen nur im Ansatz durch Nacherzählungen halt vermuten, was die Leute in der Ukraine gerade durchleben müssen. Das ist unglaublich schrecklich. Ich bewundere dieses Heldentum und das Heroische, was die Menschen, die Bevölkerung, die Armee in der Ukraine da gerade aufstellen und ihr Land damit nicht eisern verkämpfen, dass Leute von außerhalb, die in Sicherheit sind, in die Ukraine zurückkehren und darüber kämpfen, um ihr Land quasi freizuhalten. Das ist Wahnsinn. Das ist für uns sowas von unvorstellbar. Und trotzdem ist diese schwierige Realität jetzt irgendwie doch für uns greifbar. Ne? Trotzdem ist es jetzt für uns irgendwie so, dass das immer alles ein bisschen näher kommt. Und trotzdem ist diese Thematik jetzt nach einer Pandemie plötzlich auf einmal da. Und das hat mich gestern wirklich extrem runtergezogen. Es ist natürlich auch super schwierig. Jetzt fragt gerade jemand, hast du schon was vom
Ghost from Kiev gehört, ja klar. Es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, jetzt auch sämtliche Informationen, die da geschehen, ja, ist es jetzt ein ukrainischer Panzer, der links liegen gelassen worden ist, ist es ein russischer Panzer mit einer ukrainischen Flagge drauf, es sind so viele Missinformationen auch, also das Besondere an diesem ganzen Prozess und an diesem ganzen Konflikt ist ja, dass er direkt bei uns am Kontinent stattfindet, es ist nicht so wie in unseren Köpfen weit weg, es ist nicht wie weit weg in Syrien, Syrien ist auch nicht weit weg, ne? Das ist auch nicht so weit weg von Griechenland und der Türkei, aber es ist diesmal tatsächlich unser Kontinent, es betrifft halt direkt Europa und das macht tatsächlich schon doch einiges mit einem und vor allen Dingen haben wir hier halt ununterbrochen Berichterstattung, wir haben eine ganz klare westliche Solidaritätsbekennung hinsichtlich der Ukraine, was ja auch in meinen Augen vollkommen richtig und nachvollziehbar ist, man stellt sich immer gegen Invasoren und äußere Aggressoren, für mich ist das gar kein Überdenken gewesen, aber wir haben hier halt jetzt einen Krieg, der ja auch auf Social Media stattfindet und da ist auf jeden Fall mein Appell an euch tatsächlich, dass es wirklich enorm wichtig ist, enorm wichtig. Jede Information, sei es auf Twitter, Screenshots, sei es TikToks und sowas, also alles, was an Medien auf euch hereinprasselt, an Videoclips, mit Vorsicht zu genießen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Da ist sehr viel ukrainische Propaganda dabei, klar, die natürlich versuchen hier ihr Land weiterhin zu verteidigen. Da ist auch sehr viel russische Propaganda dabei, sehr viel westliche Propaganda ebenfalls. Und es ist sehr schwer, anhand von diesen, ja, nicht benannten Quellen, TikToks, Tweets, Fotos und so weiter und so fort überhaupt herauszufinden, was ist jetzt eigentlich Fakt, was ist richtig, ist das überhaupt verified und kann ich dem Ganzen überhaupt Glauben schenken? In diesen Tagen können wir es, glaube ich, einfach nur glücklich schätzen tatsächlich, dass wir solche Medien haben wie die Tagesschau und freie Medien, aber auch staatlich gebackte Medien, die halt wirklich eine vernünftige Arbeit machen. Wir haben Reuters, also es gibt ja auch noch diverse Quellen, auf die man sich verlassen kann. Reuters unter anderem, die Tagesschau bietet immer einen sehr, sehr guten Überblick darüber. Mr. Wissen to Go macht einen super Job, die DPA, die Deutsche Presseanstalt. All diese ganzen Vereinigungen sind auf jeden Fall anständige Quellen, aber ich sehe natürlich halt auch, dass wir extrem viel Bildmaterial über Social Media auf uns zugeschwemmt bekommen, wo halt überhaupt nicht klar ist, warte mal, was passiert da überhaupt und was ist da los? Klar, Herr Anwalt ebenso, der hat auch super Videos gemacht, Solmecke in seinem Rahmen halt auch über die rechtlichen Konsequenzen aufklärt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, dem ihr immer wieder Glauben schenken könnt und ja, die anderen Quellen an der Stelle bitte mit Vorsicht genießen. Hast du Angst zum Beispiel vor dem Dritten Weltkrieg? Ja, es ist halt leider sehr, sehr, sehr schwer einzuschätzen, in welche Richtung sich dieser ganze Konflikt hinbewegt. Ne? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die Ukraine grenzt unmittelbar an das Nachbarland Polen. Ja? Das heißt, die Ukraine ist an sich schon direkt an einen Staat, der uns ziemlich nah ist, gebunden, kann man so sagen. Die Ukraine ist ein flächenmäßig riesiger Staat. Ja? Zwischen der Ukraine und dem Baltikum, also Litauen, Estland und Lettland, steht nur noch Weißrussland, jetzt Belarus, da ehemals Weißrussland, sagt man nicht mehr. Und die gehören ja ebenfalls, so wie Polen, zur NATO. Also das ist natürlich auch nochmal eine Geschichte. Wir sind halt quasi mit einem Land nur noch als Pufferzone dazwischen und Polen ist unser direkter Freund, ist ein Nachbarstaat, ebenfalls NATO-Mitglied. Es ist nicht ganz klar. Es ist einfach sehr, sehr schwer abzusehen, in welche Richtung sich dieser Konflikt bewegt, wo das Ganze hingeht und vor allen Dingen, was die nächsten Schritte Putins sind. Ne? Es sind natürlich auch Nachrichten dabei, die einen unglaublichen Schrecken versetzen, wenn man sich halt überlegt, dass jemand wie Wladimir Putin plötzlich seine Abschreckungsstreitkräfte, seine Abschreckungstruppen, die unter anderem, nicht ausschließlich, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Feststellung, unter anderem, nicht nur, aus Atomtruppen bestehen. Da sind U-Boote dabei und Flugzeuge, die tatsächlich ja, in der Lage sind, atomare Sprengköpfe, Bomben und Gefechtskörper halt mit ins Rennen zu bringen, beziehungsweise in den Krieg. Also das ist halt auch nochmal natürlich ein Punkt, dass halt diese Eskalation, das mag es aufs erste Mal laut Militär und Politologen erstmal wahrscheinlich nur ein psychologischer Schachzug gewesen sein, aber allein dieses Signal, und das Signal gilt ganz klar der NATO und dem Westen, nicht unbedingt der Ukraine, da würde rein militärisch ein nuklearer Schlag einfach keinen Sinn machen, wenn man plant, ein Land zu liberalisieren, zu entnazifizieren, wie Russland es sagt, immer in Anführungsstrichen diese Worte bitte mit vorsichtig genießen, ja, dann und ein Land zu einzunehmen, dann bebombst du dein Nachbarland nicht unbedingt mit nuklearer Vollkraft, das ist natürlich auch für Russland als Nachbarland nicht unbedingt klug, aber diese Drohgebärden, sehen wir uns halt ausgesetzt hier im Westen, danke auch für euren Support und für die ganze Spenden momentan, sehr, sehr lieb von euch. Den sehen wir uns halt gerade ausgesetzt, dementsprechend also auch da weitere Aggressionen und weitere Nachrichten, die halt einfach ja, schrecklich sind und das Schaudern irgendwie mit sich bringen. So. Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, also diese Nachrichten ziehen einen extrem runter, machen einen extrem fertig. Ich
es kann niemand sagen, in welche Richtung es sich bewegt. Es kann niemand sagen, was als nächstes passiert. Ich meine, man muss es sich so vorstellen, die Lage ist wirklich tatsächlich sehr ernst. Ja, die Lage ist so ernst, dass Deutschland, ein Staat, der sich nach dem Verbrechen, die wir im Ersten und Zweiten Weltkrieg, primär im Zweiten Weltkrieg natürlich getätigt haben, unter dem Nazi-Regime, einfach von ihrer sehr pazifistischen und friedensstiftenden Weise abgesendet hat und gesagt hat, ey, wir müssen die Bundeswehr jetzt mit einem Paket von 100 Milliarden zu bezuschussen. Ja, das ist 2% hier der NATO, wirklich so sehr übertreffen, dass wir uns jetzt halt einfach zur drittgrößten Militärmacht der Welt mausern möchten. Das mag in Zeichen dieser Krise richtig sein, aber im Endeffekt ist es natürlich eine beschissene Entwicklung. Klar ist das jetzt eine gute Entscheidung der Regierung gewesen und das mag jetzt auch gerade richtig sein, reaktionär auf diese Krise damit zu reagieren, zu sagen, ey, wir gehen jetzt hin und stocken das Ganze nochmal auf und versuchen uns jetzt hier auch zu verteidigen. Nur im Endeffekt darf man nicht vergessen, dass das ein sehr, sehr, sehr schlechtes Signal ist. Es ist ein sehr, sehr schlechtes Signal, dass so ein Riesenpaket, ja, wo Deutschland doch eigentlich eine Schuldenbremse hat und wir sämtliche Thematiken wie Klimawandel und sowas auch so gut wie möglich ist, versucht so wenig zu bezuschussen. Dass diese Entscheidung jetzt getroffen worden ist, ist schon bezeichnend und dementsprechend schrecklich genug. Danke für euren Support auch hier. Also das ist auch auf jeden Fall auch nochmal, ja, das sagt gerade jemand, das signalisiert auch, dass wir nicht vorbereitet sind. Naja, also die Bundeswehr ist schon immer in einem sehr maroden Zustand gewesen, beziehungsweise gerade das Beraterstabtum der Bundeswehr mit x Beraterfirmen und ganz undurchsichtigen Ausgaben, Helikopter, die nicht flugbereit sind, Eurofighter-Jets, die nicht funktionieren, Panzer, die nicht fahrbereit sind, G36-Gewehre, die nicht gerade schießen und sowas. Also um die deutsche Bundeswehr stand es in den letzten Jahren nicht unbedingt gut. Es sind aber auch viele Sachen einfach von der Politik überhört worden, weil man halt nie an so eine Eskalationsstufe gedacht hat und jetzt diese Eskalationsstufe da und es wird halt im Affekt reaktionär darauf reagiert. Es soll bald vielleicht eine Wehrpflicht kommen. Deine Meinung dazu? Schauen wir uns gleich ein Video an. Es ist gerade im Gespräch. Ja, es ist gerade im Gespräch. Auch nochmal zur Einordnung vielleicht dazu. Ich bin selber jetzt 29, werde dieses Jahr noch 30. Das heißt, ich bin das erste Jahr, was von der Wehrpflicht bzw. vom Grundwehrdienst ausgenommen gewesen ist. Ne? Also für mich kam gar nicht mehr die Frage, muss ich jetzt Zivildienst leisten oder nicht? Ich war das letzte bzw. das erste Jahr, was keinen Grundwehrdienst leisten musste. Das war für mich super interessant, weil ich halt ein paar Leute in der Klasse hatte bzw. in Stufen über mir, die das machen mussten. Dementsprechend kann man sich das gar nicht vorstellen. Viele, die den Zivildienst damals noch gemacht haben, in meinen Augen immer noch eine gute und wichtige Sache. Der Zivildienst ist gerade in Krankenhäusern, Pflegeberufen, da fehlen die Zivis heute noch. Keine verkehrte Geschichte. Ja, ob da die Wehrpflicht wiederkommt oder sowas nicht, lässt sich noch nicht einschätzen. Kann alles kommen. Es kommt wirklich darauf an, wie es sich halt weiterentwickelt. Eben hat jemand gefragt, glaubst du, dass Putin so dumm ist, einen NATO-Staat angreift? Naja, Dummheit bzw. Törichtkeit wäre hier genau das Richtige, aber es ist natürlich halt die Frage, es können auch im Krieg, und das klingt jetzt sehr, 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 sehr dumm, aber auch im Krieg geschehen Fehler und es kann natürlich auch sein, dass eventuell, weiß ich nicht, ein Hilfskonvoi oder sowas beschossen wird, aus Versehen. Und dann hast du schon eventuell, tendenziell könnte man daraus dann, wenn man das wollen würde, dann einen NATO-Angriffspakt bzw. Verteidigungspaktfall halt machen. Es ist wirklich sehr, 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 sehr schwer abzusehen, was da auf uns zukommt. Wir wissen es alle nicht. Wir wissen es alle nicht. Nur Putin selbst weiß im besten Falle, was er macht oder weiß nicht, was er macht und schaut einfach, was passiert. Die Ukraine, das kann man wohl so sagen, ist dank dieser ganzen Javelin- und H-Law-Stinger-Raketen zumindest dabei, diesen Angriff so gut es geht gerade von sich fernzuhalten. Jetzt bewegt sich gerade ein riesiger Militärkonvoi auf Kiew zu. 60 Meilen ist das Ding lang. Es scheint so, als würde Kiew jetzt nach dem Bombardement und den Raketenbeschüssen eventuell umzingelt werden. Es ist wirklich schwer, trotzdem vorauszusagen, wie lange dieser Konflikt noch andauert. Ne? Also das, was ich jetzt von Politologen und geopolitischen interessanten Leuten habe lesen können, und das waren einige an Dissertationen, Fachartikeln und sowas, ein Großteil der Meinung ist, dass natürlich das russische Heer hier die Oberhand behalten wird. Ne? Die Verluste auf russischer Seite sind extrem hoch. Wir reden hier über Truppenverlusten von bis zu über 5000 Männern, wahrscheinlich sogar noch mehr. Die Dunkelziffer ist da meist noch höher. Ich glaube 600 oder 700 Armored Vehicle, 200 Panzer, die weg sind. Also es ist schon einiges, was Putin da aufs Spiel gesetzt hat. Auch was die Koordination der russischen Truppen angeht, scheint es da ganz große Diskrepanzen zu geben. Es ist wohl sehr, sehr schwierig, im Feld den Überblick zu halten. Die Nachschubkontrolle funktioniert nicht so. Das heißt, die russischen Truppen bekommen nicht genügend Lebensmittel, Sprit und so weiter und so fort. Also auch das alles ist nicht so, wie es sein soll. Ja, den russischen Soldaten geht das Essen aus, das Wasser, ja, wie gerade schon gesagt, genau. Und diese ganzen Columns, diese Nachschub-Columns, das sind diese Konvois, die werden halt durchgehend gerade von diesen ukrainischen Bayraktar-Drohnen, glaube ich, beschossen. Das sind türkische Drohnen.
Drohnen die Ukraine gerade erfolgreich gegen diese Konvois einsetzen. Aber auch das ist halt meistens dann nur, ja, wir reden hier vom zweitgrößten Heer der Welt, ein Tropfen auf den größten Stein, auf einen Haufen heißen Stein. Die Frage ist halt, wie lange kann die Ukraine das halten? Auf der anderen Seite ist, selbst wenn die Hauptstadt irgendwann eingenommen werden sollte, die Frage ist, kriegt das Russland überhaupt hin, dieses Land zu liberalisieren, zu entnazifizieren, einzunehmen, wie sie es sagen? Ich fürchte nicht, denn wie man sich das jetzt auch ableiten kann, sind die russischen Truppen da nicht mit offenen Armen willkommen und sagen, hey, Liberator, come in here and get us, so, zeigt uns einen neuen politischen Weg auf. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil, es wird halt eisern gekämpft, die Bevölkerung rüstet sich mit Molotow-Cocktails aus, sogenannten Putin-Smoothies und sowas, also das ist schon echt Wahnsinn. Dieser Konflikt wird blutig werden auf jeden Fall, Russland geht mit zunehmender Brutalität gegen auch Zivilbevölkerung vor. Also es gibt primär jetzt auch Bombardements gegen Zivilbevölkerung. Es ist wirklich sehr, 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 sehr heikel. Es ist unglaubliches menschliches Leid, was da passiert. Wir haben zusätzlich dazu natürlich als indirektes Nachbarland über Polen halt und auch die anderen Balkanstaaten, die jetzt ja sowieso schon, sage ich mal, als Flüchtlingskorridor genutzt werden und oftmals Probleme haben, ja, mit diesem ganzen Flüchtlingsstrom klarzukommen, werden wir jetzt die ersten 100.000 Flüchtlinge vielleicht bewältigen. Aber da kommt ein riesiges humanitäres Krisenensemble auf uns zu, was halt unglaublich ist. Also das ist verrückt. Da kommen so viele Menschen zu uns. Die Ukraine hat 40 Millionen Einwohner. Eine Menge der Leute bleibt gerade da und kämpft für ihr Land. Aber ja, es ist wirklich schwierig. Es ist schwierig, es ist nicht absehbar, wann Russland oder ob Russland überhaupt völlige Kontrolle anstrebt, ob sie nur Selenskyj und Familie capturen wollen und einen Marionettenstaat errichten wollen, ob eine andere Regierung installiert werden soll. Es ist wirklich, und das möchte ich hier nochmal betonen, es gibt Mutmaßungen, in welche Richtung es sich vielleicht bewegt und wahrscheinlich, das ist sehr, sehr wahrscheinlich, wird das russische Heer hier die Oberhand gewinnen durch schieren, ja, Brutalismus und schiere Gewalt und schieres, ja, über schiere Truppenstärke. Aber trotzdem ist halt noch immer nicht klar, wann und dann auch die Konflikte im Inneren der Ukraine klein zu halten, wird sehr, 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 sehr schwierig. Also klar, wir solidarisieren uns hier alle komplett für die Ukraine, stehen alle hinter diesen Menschen, die da wirklich für ihr Land, für ihre Freiheit und für ihren Frieden und ihre Unabhängigkeit solidarisch einstehen. Ja, und das Problem ist halt leider, dass andere Krisen, die Taliban gerade, die in Kabul halt Häuser durchsuchen, der Syrien-Konflikt, der immer noch da ist, Krisen in Libyen, in Afrika, der Klimawandel, so wie auch Corona, durch diese Berichterstattung halt immer wieder in den Hintergrund geraten. Ich möchte aber auch da bitte nochmal ganz klar vor Whataboutism warnen. Ja, das hat noch wirklich niemandem weitergeholfen, zu sagen, ja, aber was ist denn mit dem Palästinenser-Konflikt und was ist denn mit Syrien und so weiter und so fort. Ja, diese Konflikte bestehen und ja, da ist sicherlich nicht genug mediale Präsenz drüber gewesen. Das können wir aber jetzt gerade nicht ändern und wir haben halt gerade einen Konflikt, der deutlich größer und einfach welten verändert ist. Die Welt wird eine andere sein. Das hat Olaf Scholz selber gesagt nach diesem Konflikt. Dementsprechend ist es auch gerade halt logisch, dass da dementsprechend viel, ja, Berichterstattung und Augenmerk halt drauf liegt, ne? Jetzt schreibt jemand, was laberst du? Die Ukraine hat diesen Krieg angezettelt. Ja, weiß ich nicht. Also würde ich, klar, gab es halt immer wieder auch seitens der NATO, und das dürfen wir nicht vergessen, ne? Die hat sich da auch nicht vorbildlich verhalten. Ganz im Gegenteil, ne? Dass wir auch das Baltikum, ja, Lettland, Estland und Litauen mit in die NATO mit aufgenommen haben als direkte Nachbarstaaten von Russland. Und es immer wieder halt, ja, die Ängste Putins da nicht ernst genommen worden sind und auch dann nach wie vor die ganze Geschichte mit der Ukraine da nicht ausreichend, ja, Abstand gefunden hat. Sicherlich gab es Provokationen, aber alleiniger Aggressor ist hier Putin, nicht Russland als Land, sondern Putin, der tatsächlich hier den ersten Schritt gewagt hat, damals 2014 mit der Annexion der Krim, dann 2017 oder 2016, glaube ich, mit dem Donbass und jetzt halt die völlige Invasion eines solidarisch freien Staates. Ja, das darf man nicht vergessen. Klar, wie gesagt, es gab halt seitens der NATO natürlich auch eine Menge Provokationen und Weghören und nicht ernst nehmen der Ängste, aber ja, es ist nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Nummer. Glaubst du, dass es sinnvoll ist, Jodtabletten zu kaufen gegen Atombomben? Ich kann es euch, wenn ich eine Antwort darauf hätte, wenn ich das wüsste, ja, ich habe jetzt selber keine gekauft, also ich will auch nicht die Angst davor schüren, aber ob das komplett auszuschließen ist, dass es dazu kommt, keine Ahnung, das kann ich euch nicht beantworten, einfach nur schwierig. Wir haben historische Zeiten, eine Schweiz, die ihre 500 Jahre lange Neutralität, die sie nicht mal im Zweiten Weltkrieg gegenüber den Nazis aufgelöst hat, dass Schweden sich dazu bekennt, es sind sehr, 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 sehr viele, ja, historische Dinge, der Westen steht so geschlossen da wie noch nie, trotzdem aber, ja,
und zu welchem Preis halt, ne? Das ist halt das Problem, ja. Unfassbar, in welchen Zeiten wir uns halt gerade befinden, ne? Wirklich, also das ist unmöglich eigentlich. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich zu meiner Lebzeiten oder dass wir zu unseren Lebzeiten sowas nochmal irgendwann erleben, ne? Ja, also wir haben auf jeden Fall jetzt schon Stand heute 331.000 gesammelt, also 6.000 Spenden, das ist wirklich Wahnsinn. Erstmal dafür vielen, vielen Dank, wirklich, das ist sehr, sehr wichtig. Da werden wichtige Projekte bei unterstützt, Journalistin in Ukraine, ne? Freie Berichterstattung, ganz wichtig, die Nothilfe für Kinder, die Evakuierung, die Nothilfe der Ukraine, Kindernothilfe, ja, die UNO wird damit unterstützt und die Diakonie, also namhafte Vereinigungen und Vereine, die da auf jeden Fall unterstützt werden. Ne? Dementsprechend vielen, vielen, vielen Dank für eure ganzen Spenden. Was mich so krass umgestimmt hat, beziehungsweise mich selber so unglaublich betroffen gestimmt hat, ist ein Umdenken bei mir selber. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt und ich will auch keine Panikmache hier schüren, aber natürlich betrifft einen so ein Konflikt auch dann am ehesten, wenn man halt mitbekommt, es findet unmittelbar in der Nähe statt. Mir ist gestern Folgendes passiert. Gestern war Rosenmontag in Köln. Das heißt, man hat so ein paar Kostümierte hier in Köln gesehen, die halt hier rumgelaufen sind und ja, einfach Karneval gefeiert haben. Und ich bin dann durch die Stadt gelaufen mit einem Kollegen. Ich bin abends zum Boxen gefahren und hab dann überlegt, sag mal, er hat dann irgendwie gesagt, es ist schon krass, stell dir mal vor, wir müssten jetzt hier auf dieser Straße kämpfen. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt diese Straße hier verteidigen. Und das hat mir so ein Schrecken eingejagt, das ist dann wirklich gewesen, also mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil diese Realität ja gerade für die Ukraine und die Menschen in Kiew und in Melitopol und andere große Städte, Kharkiv und sowas, Alltag ist. Das ist für die Alltag, ja. Es ist so surreal. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwie, ob ich mit diesem Gefühl irgendwie jetzt in den letzten Tagen so alleine bin. Es ist irgendwie, ja, es ist ein ganz fremder Gedanke, aber irgendwie ist er trotzdem nah. Ich weiß nicht, Chat, vielleicht bin das auch nur ich, keine Ahnung, aber es ist mir irgendwie sehr nah gegangen, so diese Gedanke, ne? Also, weiß ich nicht. Es ist wirklich eine abgefuckte Zeit, ehrlich. Aber wir können nur hoffen, dass das schnellstmöglich und mit möglichst wenig Casualties vorübergeht und wir ohne große Panik und ohne große weitere zivilen Opfer da rauskommen. Aber davon ist leider Gottes nicht auszugehen, ne?